Ja, ich danke der Berner Stimmbevölkerung für das klare Votum. Das zeigt, dass unsere nachhaltige und sorgfältige Finanzpolitik anerkannt und gestützt wird. Wir haben ja neu erstmals einen Überschuss von 13 Millionen vorgesehen. Wir haben das Schuldenwachstum auf 30 Millionen beschränkt. Das ermöglicht uns die hoch anstehenden Investitionen, vor allem in Schulhäuser, aber auch in Sport- und Eischanlagen und wie man sieht, auch für einen Erlacherhof da im Hintergrund verantwortungsvoll zu finanzieren.